Stock und Stein, Stein und Bein. Das ist der Titel der aktuellen Ausstellung im Bad Neuer Kunstraum. So ist eines Tages bei uns die Marianne Schneider Hellweger aufgetaucht. Und da hat sie gesagt, ich kenne jemanden, der zeichnet auch wunderbar. Und so haben wir nach dem Kunstraum Motto Kultur ist, was wir miteinander haben, Kontakt in die Schweiz mit der Mara Meyer aufgenommen. Und ich habe dann ein paar Fotos von meinen Sachen geschickt und sie waren sehr interessiert. Das freut mich natürlich. Die Schweizer Künstlerin zeigt Pflanzenzeichnungen und Landschaftsbilder ebenso wie kleine Figuren. Und es hat ein paar Zeichnungen von Ästchen, also Stöcken, weil ich bin ursprünglich Botanikerin und die Flechten auf Ästchen, das fasziniert mich nach wie vor sehr. Und was mich wirklich begeistert, sind auch ihre Skulpturen, die so aus der Intuition entstehen. Da geht sie 3 Wochen ganz allein in den Wald mit ihrem alten Auto und lebt da stillschweigend und sammelt Flechten und Moose oder was sie eben findet. Und daraus entstehen dann diese Figuren. Ausgegangen von wissenschaftlich Konkretem führt der Weg der studierten Botanikerin hin zu experimentellen Arbeiten. Sie ist eigentlich eine Wissenschaftlerin, sie hat Botanik studiert und gleichzeitig hat sie so eine Offenheit, wir könnten das tagträumerisch nennen, und in dieser Kombination entsteht ihr Werk. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Harry Triendl, der einen besonders individuellen Sound präsentiert hat. In dem Fall habe ich fast nur auf das Thema und auf das Titelbild arbeiten können, weil ich von der Ausstellung vorhin noch nichts gesehen habe. Und natürlich das Thema sagt halt eine gewisse Richtung voraus, wo ich auf das hinarbeiten kann. Aber es ist improvisiert und es lebt im Moment. Also es trägt auch bei, was das Publikum ausstrahlt. Nach der Ausstellung von Mara Meyer folgen während der Sommermonate weitere Jahreshöhepunkte im Bad Neuer Kunstraum. Im Juni und Juli haben wir dann den großartigen Bildhauer, den Herrn Löbit, da bei uns zu Gast. Danach haben wir im August und September ist der Herr Tiefenbrunn bei uns aus Landeck. Der Verein Kunstraum ist auf Spenden und Unterstützungen angewiesen. Und ein kleiner Teil unseres Budgets machen auch die Mitgliedsbeiträge aus.